Immobilienwerte mit dem Preisatlas online bestimmen. Hörerinterview mit Jees von der Homeday GmbH. Jees ist langjähriger Hörer von Geldbildung. Er ist seit den ersten Podcast-Folgen von Geldbildung als Hörer dabei. Jees arbeitet als Projektmanager Operations bei der Homeday GmbH. Die Homeday GmbH, das ist ein technologiegetriebenes Maklerunternehmen und die haben sich auf die Fahne geschrieben, den Kauf und Verkauf von Immobilien zu digitalisieren. In dem heutigen Gespräch, da sprechen wir über den Berliner Wohnungsmarkt, wir sprechen über Treiber für steigende Immobilienpreise, die Stichworte sind dabei Urbanisierung, Zinssituation, Wachstum einer Stadt und auch das Thema Trend zu Singlehaushalten. Wir sprechen ferner darüber, wie du als Privatanleger einen guten, einen zuverlässigen Makler erkennen kannst und was überhaupt die Vorteile sind, wenn du einen Makler entsprechend beauftragst, beispielsweise für einen Immobilienverkauf. Wir sprechen ferner über das Thema Preistransparenz, das heißt, wie kannst du eine erste Wertindikation deiner Immobilie bekommen. Hier gibt es mittlerweile ein neues Tool von der Homeday GmbH und zwar nennt sich dieses Tool Preisatlas. Der Preisatlas ist im Prinzip eine Art Google Maps für Immobilien, das heißt, du gibst deine Adresse an, deine Immobilie, also wo deine Immobilie ist, die Adresse, und dann erhältst du eine erste Wertindikation. Diese Wertindikation, die wird gezogen von verschiedenen Datenpunkten, beispielsweise von anderen Immobilienportalen, aber auch von Zeitungsanzeigen. Du hast also eine erste Einschätzung, was deine Immobilie wert sein könnte. Natürlich ist das nicht der finale Preis, den du bei einem Verkauf erzielen kannst, aber es ist eine Wertindikation. Du kannst dir das mal anschauen, und zwar unter homeday.de/Preisatlas. Ich habe auch von uns mehrere Objekte eingegeben und aus meiner Sicht ist es interessant, weil du einfach mal ein erstes Gefühl bekommst, was könnte denn der Wert der Immobilie in etwa sein. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge Nummer 220. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung, schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag erhalten mehrere tausend clevere Geldbilder meinen wöchentlichen Geldbildung-Newsletter, bereits seit mehreren Jahren, seit 2014 und pünktlich versendet wie ein Schweizer Uhrwerk jeden Sonntag. In diesem Geldbildung-Newsletter erhältst du weitere Tipps, weitere Impulse, die dich, deine Geldbildung und dein Depot wirklich weiterbringen. In der Vergangenheit sprachen wir über die neue Vorbesteuerung, über neuere Investments von Warren Buffett, über das Bewertungslevel, wie du optimiert physisches Gold kaufen kannst, über das Thema Aktiensparpläne versus ETF-Sparpläne und über viele weitere spannende Themen. Wenn du hier noch nicht dabei bist, dann schließe dich uns gerne an und gehe jetzt auf www.geldbildung.de und trage dich direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für den kostenfreien Geldbildung-Newsletter ein. Wir starten jetzt direkt mit dem spannenden Gespräch mit Jees. Das Gespräch ist in Berlin entstanden. Ja, herzlich willkommen, Jees, bei Geldbildung. Schön, dass du dir die Zeit nimmst für ein Gespräch heute hier bei euch in der Firma in Berlin bei bestem Wetter. Das Wetter ist schon mal in jedem Fall besser gegenüber München, da hat es geschneit. Vielleicht kannst du dich mal zu Beginn ganz kurz für die Hörer vorstellen. Wer bist du und wann bist du vielleicht auch das erste Mal auf Geldbildung gestoßen? Weil du hattest mir im Vorgespräch gesagt, dass du das Projekt Geldbildung schon länger verfolgst. Ja, genau. Erstmal hallo Stefan und auch hallo an alle Hörer hier. Jetzt aus Berlin, genau, bestes Wetter. Wir haben schöne Voraussetzungen. In bester Laune sitzen wir hier gerade mit einem ganz schönen Ausblick. Und zu meiner Person, das ist relativ schnell erklärt. Ich bin bei Homeday Projektmanager Operations und bin jetzt hier schon seit einiger Zeit mit dabei, betreue ganz viele spannende Projekte. Vorher natürlich schon einen etwas anderen Background gehabt, auch im finanzwirtschaftlichen Sinne, daher dann auch der Link zur Geldbildung. Ich müsste jetzt wirklich überlegen, entschuldige die Pause, aber ich denke so circa drei Jahre ungefähr. Also ich habe mir die ersten Folgen definitiv schon angehört. Ich weiß aber, da waren so ungefähr, es müssten so knapp unter 20 Folgen gewesen sein, die ja schon online waren. Damals, wie gesagt, noch in Mono, erinnere ich mich. Das war die ersten drei, ja. Ja, genau. Das ist eine schöne Zeit. Und ja, wie bin ich drauf gestoßen? Also generell, iTunes ist natürlich ein Medium, was das Ganze etwas offensiver damals schon gepusht genau hat als andere, ich nenne das jetzt mal Android-Medien vorsichtig. Ich möchte kein Lager in irgendeiner Weise tangieren. Muss man immer aufpassen. Genau. Sehr resolut die Lager unter sich. Genau, also ich bin da absolut, ich bin die Schweiz, was das angeht, aber generell, genau, und bin darüber dann darauf gestoßen und du hattest mir vorhin auch schon verraten, Aktien, Geld, generell immer ein Thema schon für dich, total genau spannend. Für mich genauso, ich habe mich sehr viel mit Aktien in der Vergangenheit beschäftigt, als Student natürlich noch nicht das große Kapital, um da
große Anlagen zu tätigen, aber immer spannend, immer verfolgt und natürlich das Wichtigste für mich auch heute noch ist zu lernen. Und genau. Da bin ich der Überzeugung, dass Podcasts, denke ich, auch ein mittlerweile noch sehr unterschätztes Medium sind, um sich fortzubilden. So bin ich auf den Podcast gestoßen und jetzt siehe da, 3 Jahre später sitze ich auf einmal mit denjenigen, den ich damals noch so von ganz weit weg verfolgt habe. Ich wusste nicht mal, wo du genau herkommst, also vielleicht hast du es mal gesagt, aber ich wusste gar nicht Region München und heute sitzen wir zusammen. Genau, das ist dann immer wunderbar, wenn man dann einen Hörer und andersrum einfach mal in Person kennenlernt. Deswegen sehr gut, dass wir das Gespräch persönlich führen. Wir sitzen ja jetzt in Berlin. Wie beurteilst du, weil es ja heute auch im Schwerpunkt in diesem Gespräch um das Thema Immobilien geht, wie beurteilst du den Berliner Immobilienmarkt? Vielleicht kannst du da ein bisschen was dazu sagen, wie die Entwicklung in den letzten Jahren war, wie du es heute beurteilst, vielleicht einfach mal deine Einschätzung für 2018 jetzt für die Hörer von Geldbildung. Mhm, gerne. Also generell muss man da große Themen mit einbeziehen, die du auch in deinem Podcast schon definitiv thematisiert hast. Das sind natürlich Themen wie die Finanzkrise, das sind Themen wie die Niedrigzinspreispolitik, die derzeit in Deutschland eben noch vorherrscht. Und wir sehen das auch in Berlin, gerade in manchen Gegenden haben wir Kaufpreise, die gar nicht mehr in Relation zu den Jahresmieten stehen. Ja. Also wir haben hier teilweise das 30 bis 40-fache der Jahreskaltmiete an Quadratmeter Kaufpreisen, was ungefähr, das ist für deine Hörer ja immer interessant, so 2,5-3% Rendite entspricht. Genau. Davon, aber ganz wichtig, muss ich ungefähr noch Finanzierungskosten von ungefähr 1% abziehen. Also das muss ich immer noch berücksichtigen bei meiner Kalkulation. Dahingehend würde ich aber sagen, ist nicht zwingend ein K.O.-Kriterium. Also ich würde durchaus Mietsteigerungspotenziale sehen. Berlin wächst halt als Stadt auch stark, oder? Exakt. Also wir haben hier noch einen Faktor, auf den komme ich gleich auch noch zu sprechen. Das ist diese Urbanisierung, die natürlich gerade in Berlin, aber ich meine, du kommst aus München, auch gerade in dem Raum stattfindet. Die Mietpreisbremse ist, denke ich, hier ein Kriterium, was man definitiv nennen muss. Wir haben Milieuschutz, wir haben in Berlin eine linke Regierung, das darf man nicht außen vor lassen. Themen wie Airbnb und dieses Zweckentfremdungsverbot, auch ein großes Thema hier in Berlin. Also da auf jeden Fall Vorsicht geboten, trotz Mietsteigerungspotenzial, was ich definitiv sehe. Auf der anderen Seite muss man aber sagen, Berlin als eine der Wirtschaftshauptstädte Europas, vielleicht sogar diejenige, definitiv im Vergleich zum Ausland, wenn wir jetzt mal Städte nehmen wie London oder Paris, ein immer noch attraktiver Markt. Ja, und sicherlich sind für die Preissteigerung auch verantwortlich auch ausländische Investoren, wo der Brand Berlin als Hauptstadt natürlich auch zieht. Also wo dann Kapital vielleicht eher halt, also weil es als Hauptstadt bekannt ist, beziehungsweise vielleicht da auch eher Kapital anziehen kann, wie dann vielleicht andere Städte wie Stuttgart oder so beispielsweise. Mhm, absolut. Also denke ich da, wenn wir in Richtung Preistreiber mal gehen, du hast es gerade schon angesprochen, wir haben eine sehr hohe Nachfrage, auch aus dem Ausland, aber generell natürlich auch hier in Berlin für Wohnraum. Also wenn ich jetzt als Privatperson nach Berlin ziehen möchte, generell ist es super schwierig, eine Wohnung zu finden. Wie viele Leute sind da bei einer durchschnittlichen Besichtigung? Weißt du da Zahlen? Ich würde sagen, jetzt, wir haben natürlich mehrere Termine, also wenn ich den durchschnittlichen Termin nehme, würde ich sagen zwischen 10 und 20 Bewerber. Das und geht ja sogar. Genau, aber da natürlich dann auch schon die klare Erwartung, teilweise Bewerbungsmappen, die letzten 3 Gehaltsnachweise, also da geht es wirklich, da wird teilweise schon vor Ort entschieden, wer dann die Wohnung bekommt. Also muss man vortanzen dann? Ja, so ungefähr, man muss richtig gekleidet sein, ne? Das ist ein Riesenthema. Absolut, also... Ja, das ist dann ähnlich oder vergleichbar wie in anderen Städten in München, oder ist es noch extremer von der Bewerbungssituation jetzt als Mieter, wo man dann sich eigene Strategien schon überlegen muss? Also wenn jemand eine Wohnung sucht, dann muss er sich eigentlich wirklich da braucht er fast einen Strategieberater. Wie bewerbe ich mich richtig dann? Aber interessant zu hören, deine Einschätzung für Berlin. Und was ist aus deiner Sicht, oder was sagst du, du hast schon ein bisschen angesprochen, sind die wichtigsten Treiber für Immobilienpreise? Also du hast ja schon angesprochen, die Zinssituation, klar, weil dann mehr Leute eine Immobilie kaufen können, weil sie einfach sich die Rate leisten können. Das andere war ja dann, dass die Stadt wächst. Was wären so weitere Kriterien vielleicht für dich, wo du sagst, das sind Treiber, die dafür sorgen könnten, dass zum Beispiel Berlin oder eine andere Stadt, dass dort die Immobilienpreise weiter steigen? Also generell würde ich von den 2 großen Treibern zum einen Nachfrage und zum anderen Zinspolitik ausgehen. Bei der Nachfrage würde ich da nochmal differenzieren in dieses generelle Thema rural-urbane Wanderung, das heißt mehr Menschen möchten in die Stadt, die Urbanisierung, die hier stattfindet.
da haben wir ganz klar Themen. Wir haben nicht genug Fläche für die Anzahl natürlich an Leuten. Genau. Es werden auch in München oder in anderen Großstädten Deutschlands werden weniger Flächen natürlich bedingt durch bedingte Flächen ausgeschrieben. Wir haben ein geringeres Angebot dadurch und der Trend zu Single-Haushalten ist absolut ein Punkt, absolut, der nicht zu vernachlässigen ist. Das heißt, von der Familie hin zu mehr Singles, Freiheit leben. Ich meine, die Quoten, das habe ich letztens erst gelesen, dass München, also ich weiß jetzt nicht genau die Zahl, aber dass die Single-Quote, also die alleine leben, das ist enorm. Also absolut hoch zweistellig war das, glaube ich. Also das ist wirklich ein wesentlicher Teil. Ich weiß nicht, ob du da für Berlin, aber das ist wirklich 40% oder das ist ein wesentlicher Teil, allein, aber ein Personenhaushalt letztlich ist. Also allein bei in meinem Bekanntenkreis kann ich schon sagen, super viele. Und es ist auch immer ein Kriterium für Hausverwaltung oder auch als Bewerber. Das ist ruhiger. Ja, aber nicht zwingend. Wenn man ein aufregendes Single-Leben führt, dann kann das auch schon mal anders sein in manchen Abenden. Aber gut. Genau, und zum anderen eben die Zinspolitik, das ist ja ein Thema, was du auch in deinem Podcast oft thematisierst, was definitiv ja auch große Chancen bietet, wie du gerade schon gesagt hast, für Interessenten und Käufer, natürlich super, ich kann Raten tilgen, ich kann einfach Kapital beschaffen für mich selber, aber ich suche natürlich auch nach sicheren Anlageformen, das heißt, die meisten Hörer hier werden sicherlich auch zuhören, um zu schauen, habe ich vielleicht das ein oder andere noch gar nicht beachtet, was es derzeit an Chancen gibt im Markt. Und niedrige Zinsen sind da natürlich auf der einen Seite gut, aber treiben natürlich auch die Nachfrage noch weiter in die Höhe, weil mehr Leute natürlich dann in den Markt wollen. Genau, ja. Und du hattest eingangs ja beschrieben bei deiner Vorstellung, dass du bei der Firma Homeday GmbH arbeitest. Kannst du vielleicht mal ganz kurz das Geschäftsmodell beschreiben? Also wie kannst du das Geschäftsmodell jemand beschreiben, der noch nie davon gehört hat? Eine Firma, also so ein Elevator-Pitch für die Großeltern, wenn es geht. Für die Großeltern? Okay, das ist eine Generation weiter schon, aber das bekomme ich hin. Also wir nennen uns ganz klar mittlerweile ein technologiegetriebenes Maklerunternehmen. Der Begriff Makler ist eben, denke ich, geläufig, auch den Großeltern. Und ich würde es jetzt so sagen, die Masse der Großeltern definitiv hat eine Immobilie, hat Besitz. Das heißt, wir sind definitiv, unsere Zielgruppe ist hier derzeit der Immobilieneigentümer, dem wir anbieten, wenn er mit dem Verkauf seiner Immobilie gedanklich spielt, dort diesen Prozess, ich würde schon mich so weit aus dem Fenster lehnen zu sagen, so gut wie kaum einer im deutschen Markt abzubilden. Das heißt wirklich von der Überlegung überhaupt, was ist meine Immobilie derzeit wert, macht es Sinn zu verkaufen, bis wirklich am Ende zum tatsächlichen Verkauf, Schlüsselübergabe, Notarvertrag, Unterzeichnung, dass wir bei diesem Prozess helfen. Also dass ihr begleitet einerseits und andererseits ja vor allem auch die Selektion des Maklers, also dass ihr, glaube ich, vorselektiert, beziehungsweise da den Interessenten zum Makler hin vermittelt dann letztlich, oder? Absolut. Also wir kommen, da muss man vielleicht ein bisschen geschichtlich ausholen, gar nicht so weit, aber ein bisschen ist notwendig. Und zwar hatten wir vorher noch das Thema der Maklerempfehlung, wo wir definitiv jetzt nicht Abstand von nehmen im Negativen, sondern einfach gelernt haben, dass wir, wenn wir ein qualitatives Erlebnis bieten wollen, mehr noch den Prozess unter Kontrolle haben müssen. Das heißt, wir brauchen in diesem Prozess des ganzen Verkaufes von Gedanken bis hin zu, ich möchte meine Immobilie tatsächlich nun verkaufen, mehr Kontrolle. Das heißt, wir müssen auch mehr Kontrolle über den Prozess haben, wie der Kunde dieses Maklererlebnis erlebt. Ja. Es gibt im Markt eben sehr viele auch negative Meinungen über Makler, sicherlich historisch geprägt. Der klassisch, ich nenne es mal, sehr gewinnorientierte Makler im Sinne auf nicht Gewinn für den Kunden, sondern Gewinn für sich selbst. Und da wollen wir natürlich Transparenz schaffen und auch sagen, wir haben einen Qualitätsstandard an Makler und wir wählen die Makler aus, die wir letztendlich auch dann dem Kunden vorstellen. Das heißt, dieser Makler soll dann auch zu dir passen. Das heißt, ich möchte nicht nur, dass es irgendein Makler ist, sondern es soll ein Makler sein, der natürlich auch auf deine Altersgruppe passt, der auf deine Ziele passt, die du hast. Das heißt, wir versuchen auch natürlich Persönlichkeiten zu matchen. Ja. Es geht nicht nur um fachliche Kompetenz. Okay, aber letzten Endes werdet ihr die Vergütung dann für die Firma selbst, also für euch, ist ja letztlich dann, dass ein Teil der Provision halt bekommt, oder? Ich meine, das ist das Geschäftsmodell. Exakt. Genau. Aber gut, das ist ja dann dass wenn jemand eine Immobilie verkaufen möchte und in der Regel bei der durchschnittlichen Person findet ja ein Verkauf, hatten wir jetzt gerade im Vorgespräch auch gesprochen, das ist ja nicht so, dass man verkauft wie der Gang zum Fitnessstudio, sondern es ist ja vielleicht, findet vielleicht ja nur einmal im Leben statt und dann ist ja, da hat man ja vielleicht gar keinen Marker, den man jetzt kennt, wo man Vertrauensverhältnisse oder so hat. Und
da wollt ihr ja oder helft ihr ja, dass man dass man euch als Plattform vertraut und ihr begleitet und halt in der Selektion unterstützt, dass halt dann nicht irgendein Makler gefunden wird, sondern halt ein passender letztlich. Und dafür bekommt ihr halt dann eine Rückvergütung, wenn halt was verkauft wird entsprechend. Absolut. Also den Typus, den du gerade ansprichst an Person, ist natürlich der, der einmal oder vielleicht zweimal im Leben umzieht oder damit spielt, seine Immobilie zu verkaufen. Das kann ganz klassisch sein, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Das können natürlich auch Gründe sein wie eine Erbschaft zum Beispiel. Und hier, das ist natürlich ein sehr emotional behafteter Verkauf. Ja. Das heißt, ich habe sehr viel Emotion, ich habe auch einen sehr emotionalen Wert, den ich mit der Immobilie verknüpfe. Genau. Und da ist uns natürlich ganz wichtig, erstmal, dass wir beratend zur Seite stehen. Das heißt, wir wollen niemanden dazu drängen, zu verkaufen. Das ist erstmal der erste wichtige Punkt. Der zweite dann natürlich, sobald... Aber es beißt sich halt ein bisschen. Also ich meine, da müsst ihr halt dann, weil ihr werdet ja nur bezahlt, würde ich jetzt mal annehmen, wenn halt dann auch tatsächlich der Verkauf stattfindet. Also wie könnt ihr das in Linie bringen, dass ihr die wirtschaftliche Freiheit habt, dass der Makler, den man dann, den ich nenne es jetzt mal Interessenten, weiterleitet oder in Zusammenarbeit steht, dass der nicht trotzdem natürlich einen gewissen Zielkonflikt hat, weil er ja nur bezahlt wird, wenn der Verkauf stattfindet. Gibt es da irgendwie Überlegungen, wie man das sicherstellen kann von eurer Seite? Also ich würde wirtschaftlich da erstmal ganz klar in die Richtung denken, dass es uns nichts bringt, wenn wir jemanden dazu nötigen würden zu verkaufen und auf halber Strecke oder kurz vom Notartermin macht derjenige einen Rückzieher. Ja, okay. Weil dann hätten wir die Zeit investiert, genau. Natürlich auch andere Opportunitätskosten, die wir dann auf der Strecke lassen, und das hilft keinem. Ja. Wir gehen dann natürlich dann ganz klar über die positive Erfahrung, die unser Kunde in der Vergangenheit hatte. Das heißt, sehr viel natürlich über positives Image, sehr schöne Erfahrungswerte, die wir bisher auch immer hatten. Da sind wir auch sehr stolz drauf. Aber natürlich, zur anderen Seite hast du absolut recht, wir müssen natürlich dann auch sicherstellen, dass unsere Makler dort, die wir natürlich beschäftigen, deutschlandweit, auch genug Interessenten haben. Aber die Makler sind ja alle trotzdem selbstständig. Die arbeiten ja nicht jetzt für die Homeday GmbH. Die sind ja selber selbstständig. Ihr selektiert einen gewissen Pool, die Kriterien erfüllen, und dann wird durch den Prozess der aus dem Pool herausgefiltert, der zu dem Interessenten passt. Und, aber die sind ja trotzdem selbstständig, oder? Die sind ja nicht wirtschaftlich abhängig jetzt. Also die können ja auch noch auf anderen Wege, also sie können ja selber noch auf anderen Wege Klienten bzw. potenzielle Käufer oder Verkäufer suchen. Oder gibt es da in irgendeiner Form eine juristische Verknüpfung? Also man muss das vielleicht jetzt ganz klar unterscheiden, bevor wir da Missverständnisse haben. Und zwar zum einen, wir haben das Modell, dass wir mit Partnern zusammenarbeiten. Diese Partner, jeder Makler, der mit uns arbeitet, durchläuft ein sehr, sehr strenges Auswahlverfahren qualitativ. Okay. Also wir suchen da wirklich die Besten der Besten raus, weil wir mit dem Anspruch auch in den Markt gehen. Aber wir haben auch vollzeitfest angestellte Makler. Okay. Also das heißt nur, dass wir da differenzieren. Wir haben zum einen den ganz normalen Typus, natürlich gerade in ländlicheren Regionen, wo es für uns mit der Festanstellung nicht lohnt. Natürlich dann wenig. Weil die so viele Objekte halt exakt, dann, ja. Dort wird nicht oft, genau. stell dir ein Dorf vor, ich sag mal, das klassische Kuh auf 20 Leute, 50 Kühe, ich genau. übertreibe jetzt mal ganz, ja. ganz bewusst, und dort hast du dann jemanden, der einmal in x Jahren sein Haus verkauft, für den ist das natürlich so ein, für die ganze Region ist das vielleicht ein Sonderevent, das andere wird familiär vererbt, da macht das passiert nicht viel. Genau, wirtschaftlich ja. keinen Sinn in Regionen München, Berlin, Frankfurt, ja, Köln. Verstanden. Da lohnt sich, wenn Festangestellte und sonst die frei arbeiten, dann ja auch noch andere Sachen machen können. Also genau. Nicht. Okay, vielleicht gleich mal für die Hörer, ich denke, das ist relevant. Was sind Kriterien, wie kann ein Hörer einen zuverlässigen Makler finden? Also was sind eure, jetzt kannst du ja aus dem Nähkästchen plaudern, wir sind unter uns. Was wären so, sag ich mal, die 3, 4, 5 Sachen, wo du sagen kannst, daran erkenne ich, ob der was kann. Mhm. Musst du mit dem neuen Elber vorfahren, ist das ein Vorteil? Oder vielleicht kannst du da mal sagen, was so Aspekte sind, an die ihr denkt, wenn ihr diesen Selektionsprozess macht. Also wenn der Makler demnächst von Home der Seite mit dem neuen Elfer vorfährt, dann haben wir es auf jeden Fall finanziell geschafft. Aber ich glaube, selbst dann wird das nicht unseren Werten entsprechen. Das ist nicht unser Anspruch, aber Spaß beiseite. Ja, genau. Also ich kann da schon mal so eine kleine Vorschau geben. Ich habe ja vorhin gesagt, wir sind natürlich auch sehr beratungsorientiert. Das heißt gar nicht zwingend von vornherein darauf aus, den Kunden zum Verkauf zu drängen. Genau das, was du uns gerade gefragt hast, kommt jetzt in kürzester Zeit, wird von uns auch veröffentlicht auf einer gewissen Plattform, genau diese Art von Tipps. Deswegen kann ich hier schon mal und natürlich auch in dem Podcast genau darüber sprechen. Wir haben natürlich viele Negativerfahrungen auch in der Vergangenheit gemacht oder auch selber gesehen. Leute hier in der Firma haben natürlich auch schon Häuser gekauft, sowohl als Investment als auch privat.
Kannst du da vielleicht, also das auch noch erwähnen, entweder davor oder danach, was so die schlechtesten Beispiele, die du gehört hast, waren, wo du es jetzt gerade sagst, so die katastrophalsten Maklererfahrungen, neben den Tipps, wie man den richtigen findet. Weil ich glaube, da findet sich dann vielleicht der ein oder andere Hörer auch wieder, der sagt, hey, keine Ahnung, der hat nicht eingehalten, was er gesagt hat oder... Also wir reden natürlich im Schnitt von einer einstelligen Maklerprovision, die natürlich auf den Wert gerechnet trotzdem hoch ist für denjenigen, der sie zahlen muss. Dementsprechend erwarte ich natürlich auch für diesen teilweise hohen Betrag, wenn es eine wertvolle Immobilie ist, aber auch, dass die kleine Wohnung, die ich verkaufen möchte, auch eine Leistung. Also die Negativbeispiele aus der Vergangenheit, ich treibe es jetzt mal ganz spitz auf den Punkt, ist der Makler, der die Tür aufschließt, einmal kurz die Kunden durchführt, dann wieder zumacht und das Ding geht irgendwie weg. Und das hat er dann für den Betrag gemacht. Der hat den Kunden nicht beraten, der hat ihm vielleicht auch gar nicht gesagt, was ist die Immobilie wert. Ich glaube, die Transparenz im Markt ist auch definitiv noch ein Kriterium. Wir hatten vorher schon kurz darüber gesprochen, die viele Makler als ihr Kern-Know-how versuchen zu hüten, um da möglichst hinter einer Wolke zu agieren. Und das ist genau das Thema, was wir nicht möchten. Der Kunde soll zu jeder Zeit informiert sein. Er kann sich selber in von uns selbst programmierte Portale einloggen, um dort jederzeit den Status des Verkaufs zu sehen. Und diese Negativspeile, ich betreibe es jetzt mal ganz böse auf die Spitze, der Immobilienmakler fährt vor im Berliner Osten vor einer Immobilie, sagen wir mal Berliner Platte, jetzt wirklich ganz auf die Spitze getrieben, in dem 911er, im Maßanzug, mit Stecktuch, mit Rolex und tritt so völlig kundenfremd auf. Er spricht gar nicht die Sprache des Kunden, er arbeitet nicht transparent, er ruft den Kunden nicht an gewissen Punkten mal zurück und sagt, wie ist der Status, was braucht er vielleicht, er fordert vielleicht die Dokumente gar nicht an, ruft immer wieder an, er spricht auch mit dem Kunden gar nicht darüber, er hört gar nicht zu. Das ist, glaube ich, auch ein riesenwichtiges Thema. Der Makler sollte dich in erster Linie fragen, okay, was möchtest du, was ist dein Ziel? Ja. Was ist auch vielleicht dein Kaufpreis? Hast du schon Indikationen? Und dann aber auch ganz klar ehrlich sein. Ich denke, Ehrlichkeit ist da auch ein Riesenthema, weil du kannst natürlich auch, stell dir vor, du hast jetzt eine Immobilie im Familienbesitz seit 5 Generationen, die möchtest du nun verkaufen, weil du zum Beispiel beruflich ins Ausland gehst. Ja. Es macht keinen Sinn, die zu halten. Du sagst, Verkauf ist die einzig wahre Sache. Und dann hast du natürlich einen gewissen Preis im Kopf, den du erzielen möchtest. Ein Wert, der vielleicht aber gar nicht zutrifft, weil diese Immobilie ist das derzeit unter den Marktgegebenheiten gar nicht wert. Genau, gut, das ist ein guter Aspekt, weil das sehe ich zum Beispiel ganz oft, das ist natürlich beim Eigenheim, das wird substanziell oder oft überschätzt. Gut, jetzt hat es sich ein bisschen korrigiert wegen den enormen Preissteigerungen in den letzten Jahren, aber tendenziell überschätzt man ja das, was man hat. Also man denkt ja, der Preis ist höher, weil man ja eine emotionale Bindung hat. Absolut. Aber ein Dritter bezahlt ja deswegen nicht zwingend mehr. Also deswegen gibt es das sicherlich öfters oder sehe ich auch öfters, dass dieses Preis-Wert-Thema, also dass ein hoher Wert gesehen wird, oder aber der Preis das nicht unbedingt reflektieren kann, dann ja. Ich sag mal, die beigen Fliesen im Bad aus 1960 sind vielleicht nicht für jeden gleich viel wert. Also als eben Stichpunkt. Wie beurteilt ihr eigentlich die Brands, die aufgebaut wurden, wenn man an größere Maklergruppen, die einen eigenen Brand aufgebaut haben, wie seht ihr das? Also ist das ein Qualitätsvorteil? Also wenn es jetzt ein bekannter Brand ist, würdest du dann sagen, dass man dann darauf schließen kann, dass der Makler dann, dass die auch wieder eigene Kriterien haben? Oder ist es nicht so wichtig eigentlich? Also diese, ich sag mal, die bekannteren, die auch viel Werbung machen und die einfach ein bisschen präsenter sind. Ja, es gibt ja einige traditionelle, sehr große Marken im Markt. Es gibt natürlich jetzt auch viele durch die entsprechende Entwicklung, die wir gerade schon besprochen haben, die jetzt gerade neu in den Markt drängen. Da würde ich nicht pauschal sagen, dass groß gleich gut ist. Okay. Sonst hätten wir uns auch nicht zur Mission gemacht, den Immobilienverkauf qualitativ nochmal auf eine andere Ebene zu heben. Genau. Weil genau hier merkt man nämlich auch, dass viele trotz der Qualitätsansprüche es nicht schaffen, diesen Prozess voll zu kontrollieren. Das heißt, auch wenn ich zum Beispiel in manchen Franchise-Modellen arbeite von namhaften Unternehmen, ist es so, dass die dann keine Transparenz haben. Was macht der Makler eigentlich von, er hat den Auftrag bekommen, bis hin zu das Objekt wird verkauft? Golfen. Zum Beispiel, ne? Er schließt zwischendurch mal die Wohnung auf, dann spielt er nochmal 3 Löcher und dann kommt er wieder. Und das ist genau das Thema. Diese Transparenz in dem Prozess ist enorm wichtig, weil der Kunde kann natürlich auch unterwegs verloren gehen und dann entsteht genau das, was wir gerade besprochen haben. Er hat dann das Bedürfnis zu kündigen. Er hat eigentlich gar keine Lust mehr, mit diesem Makler zusammenzuarbeiten und die Marke an sich hat gar keinen Einfluss darauf gehabt. Ja. Okay. Und was würdest du sagen,
warum sollte jemand überhaupt mit einem Makler agieren? Ich sag mal, du hast ja gesagt, oder wir haben über 6-7% gesprochen. Ich sag mal so, wenn es eine 500.000 ist, dann sind 6% auch 30.000 Euro. Und ist auch Geld, auf jeden Fall. Absolut. Ist Geld. Und da ist ja die Frage, die 30.000, die fehlen ja irgendeinem. Und die werden ja, es ist ja deswegen nicht unbedingt so. Natürlich könnte man jetzt sagen, ein Makler kann das besser präsentieren, der kann den Wert fairer ermitteln, da liegt er vielleicht über dem, was jetzt der normale Private denkt, der einmal was verkauft. Aber trotzdem muss ja erstmal das wieder reingeholt werden. Also der Nutzen muss ja dann in diesen 6-7% reingeholt werden. Ansonsten fehlt es, beziehungsweise ist es dann die Bezahlung für den Makler. Aber was würdest du sagen, was sind die Vorteile, wenn jemand ein Haus verkauft, warum sollte er das über einen Makler machen? Warum kann er das nicht selber machen? Der große Vorteil, den ich sehe, ist, wenn wir von der Zielgruppe sprechen, die du gerade angesprochen hast, nämlich derjenige, der ein- bis zweimal im Leben eine Immobilie verkauft, ist natürlich... Know-how fehlt. Exakt. Also Know-how zum einen, Prozess-Know-how, rechtliches Know-how, aber zum anderen natürlich auch aktuelle Marktkenntnisse. Ja. Und das ist, glaube ich, der Schlüssel. Der Makler, der natürlich hauptberuflich jeden Tag am besten arbeitet, ja, auch in diesem Markt, du lachst, aber es gibt eben auch Negativbeispiele, die dann nebenbei mal so ein bisschen makeln. Genau, das ist halt sowas, wo man, ich sag mal, die Eintrittshürden sind im vorsichtig formuliert auch überschaubar. Exakt, man braucht einen gewissen Gewerbeschein. Mittlerweile gibt es ja auch schon ein paar Auflagen, aber das ist ja eben auch, warum wir dann gesagt haben, wir haben doch mal eigene, sehr viel striktere Auswahlkriterien. Aber um darauf zurückzukommen, auf die Frage, im Endeffekt, diese ein- bis zweimal, die ich im Leben eine Immobilie verkaufe, natürlich kann ich das selber machen. Also das ist durchaus möglich. Der Aufwand steht, ich glaube, für viele nicht zum Verhältnis zu dem ersparten Kaufpreis, weil ich muss natürlich mich mit sehr vielen Leuten auseinandersetzen. Ich muss natürlich mich auch mit Interessenten auseinandersetzen, die zu völlig unterschiedlichen Tages- und Nachtzeiten in irgendeiner Weise Nachrichten schreiben und auch Interesse zeigen. Aber das Wichtigste ist die lokale Marktkenntnis. Der Makler kennt den Markt, der kennt Preisentwicklungen. Der kann... Im Idealfall, ja. Sollte er kennen. Ein guter Makler kennt das. Und der sollte mich rundum sorglos betreuen können. Wie gesagt, von dem Wunsch, die Immobilie zu verkaufen. Ja. Der erste Gedanke bis hin, das Ganze ist wirklich abgewickelt. Und diese Marktkenntnis natürlich, und du hast es angesprochen, die gibt am Ende auch den Ausschlag. Wie kann er bei den Preisverhandlungen natürlich auch den Preis erzielen, der der beste Preis ist? Weil nicht mal ein hoher Preis am Anfang ist super, denn je länger eine Immobilie inseriert ist, wird ja verfolgt und dann sagen die Leute, warum noch weiter. Exakt, da muss irgendwas falsch sein in der Immobilie, wieso steht die so lange drin? Das heißt, auch den richtigen Preis direkt zu Anfang zu treffen, ist enorm wichtig. Und weißt du, wie viel Prozent in Berlin oder insgesamt, wie viel Prozent der Transaktionen laufen über Makler und wie viel laufen direkt? Habt ihr da Zahlen? Das würde mich persönlich interessieren. Also nur ich habe da keine Vorstellung, aber ich kann dir jetzt leider absolut keine Zahlen nennen, ich möchte nämlich nichts Falsches sagen, da müsste ich jetzt wirklich nachschauen. Wir haben natürlich für die Transaktionen, die über uns, und das sind einige Tausend, die über Homeday laufen jährlich, haben wir natürlich Zahlen, aber generell im Berliner Markt... Aber das sind ja alles Maklerzahlen dann, das sind ja alles Transaktionen, die über Makler laufen. Exakt, exakt. Ja. Aber natürlich haben wir auch entsprechende Zahlen über Objekte, die für uns dann nicht mit uns vertrieben wurden, wo zum Beispiel mal Anfragen kamen, wo dann der Kunde sich umentschieden hat. Da wissen wir natürlich auch, der hat das dann selbstständig verkaufen wollen. Wir stehen natürlich in Kontakt mit den Interessenten. Aber generell aus dem Bauchgefühl, gerade in einer Stadt wie Berlin, definitiv mehr Makler. Ja. Oder Leute, die es semi-professionell machen. Ich sag mal Hausverwaltungen, die mehrere Immobilien haben, aber da sind wir natürlich schon im gewerblichen Bereich. Also wenn ich im privaten Bereich bin, aus dem Bauchgefühl, reines Bauchgefühl aktuell, mehr Makler. Auch absolut sinnvoll in Städten wie Berlin. Okay. Gut. Jetzt ist, wenn es jemand hört, dann hat er jetzt gehört, was sind die Vorteile? Also das ist ja dann eine individuelle Entscheidung, aber im Idealfall sollte es halt der Makler wert sein, dass er dann das einfach zu einem höheren Preis vermarktet und unterm Strich mehr Geld oder zumindest nicht die ganzen 6-7% weniger im Portemonnaie vom Verkäufer landet. Aber ist eure Zielgruppe ja letztlich dann jemand, oder die Zielgruppe ist ja eine Person, die... Das ist ja niemand, der jetzt 30 Immobilien hat, oder? Ich meine, der hat ja seine Kontakte. Also die Zielgruppe ist ja ganz klar der jetzt nicht total vertraut ist im Immobilienbereich. Oder habt ihr da eine Studie oder wie sagt man, eine Analyse von denen, die Plattform nutzen? Wer ist das? Also von der Demografie her, ist es jemand, der, keine Ahnung, ein Zahnarzt,
der ein Haus hat, das verkaufen will, oder wer ist eigentlich die Zielgruppe? Da kann ich ganz klar sagen, die ist super gemischt. Also okay. wir haben keine klare Zielgruppe, aber wir haben ja auch, um eben auch den Makler, das hatte ich ja vorhin erzählt, passend zum Profil des entsprechenden Verkaufsinteressenten zu matchen, also ja. das Ganze gegenüberzustellen passenderweise, haben wir natürlich 4 bis 5 Typen definiert für uns, die wir immer wieder finden. Okay. Da können wir definitiv mal kurz einsteigen, und zwar die Zielgruppe ist definitiv bei 30, wahrscheinlich schon eher 40, weil natürlich, kannst du dir selber vorstellen, wenn ich jetzt mit 25 Jahren nicht geerbt habe, ist es ungewöhnlich, dass ich eine Immobilie besitze und natürlich dann auch direkt verkaufen möchte. Also das kommt ja noch hinzu, wenn ich jetzt vielleicht eine Immobilie erbe, bewohne ich sie vielleicht selber, es wird in der Familie entsprechend irgendwo weiter vererbt, aber dass ich sie verkaufen möchte, ist generell ungewöhnlich in diesem Zeitraum. Wir haben generell Fälle, die man unterscheiden kann. Wir haben zum Beispiel Scheidungen, das sind definitiv ein Thema. Das gemeinsame Haus, dann hatte ich gerade schon mal erwähnt, die Kinder sind aus dem Haus, die Kinder sind jetzt groß, zum Studieren in anderen Städten. Auf einmal wohnen 2 Personen in einem Haus mit, sagen wir jetzt mal, 20 Zimmern, ganz übertrieben. Genau. Viel zu groß, lohnt sich überhaupt nicht mehr, selbst mit Billardraum und Kickerraum und noch einem Pool, lohnt sich das nicht zu zweit zu nutzen. Das sind auch Personen, die verkaufen wollen. Aber wir haben natürlich auch weniger, aber wir haben auch gewerbliche Kunden, definitiv. Okay. Und wir haben auch Gewerbeimmobilien. Das heißt, wir haben natürlich auch Leute, die professionell mit uns arbeiten und auch gemerkt haben, dass es wirklich Sinn macht, auch hier mit uns zusammenzuarbeiten. Aber ist nicht ein Risiko da bei jemandem, der es öfters macht? Das hat mir die Frage kam ja vorher, also auf der Herfahrt. Ist es nicht ein Risiko? Also ich würde jetzt eine Immobilie bei euch einstellen. Wenn ich mehrere Immobilien habe, dann und der Makler, der dann ausgewählt wurde, dann der würde das ja auch beim nächsten Mal sein. Also ich verkaufe jetzt über eine Immobilie, der Makler wird über eure Seite gefunden, der zu mir passt, und ein halbes Jahr später will ich wieder einen verkaufen. Es ist nicht eine Gefahr, dass dann der verkaufen möchte, ich in dem Beispiel, dass er dann direkt zu dem Makler geht, und wenn der nicht bei euch fest angestellt ist, dass er dann euch umgeht als quasi Intermediär, weil der sagt ja, hey, ich möchte jetzt nicht an die Plattform was abgeben, weil ich habe ja den Lead, den er kennt mich ja jetzt schon. Also ist das was, wo er mal, oder wie schließt er das aus? Wenn der eben freiberuflich ist. Ich meine, wenn er fest angestellt ist, dann ist es ja was anderes. Dann ist es ja eh... Absolut. Also die Gefahr besteht natürlich immer. Dass wir es vollständig ausschließen können, auf gar keinen Fall. Das ist genauso, wie ich bei Ladendiebstahl nie gänzlich ausschließen kann, dass einer ein Radiergummi klaut, mal eben in der Tasche. Das ist eben so. Aber im Groß der Fälle bieten wir dem Makler, und da sind unsere Partner natürlich auch sehr zufrieden mit, Leistungen, die er so als Makler sonst selber bezahlen müsste. Okay. Das sind Benefits für den Makler. Nicht der Makler alleine bei uns arbeitet an dieser Immobilientransaktion. Da sind ganz viele Leute beteiligt. Support letztlich. Nicht nur Support, sondern wir haben auch Experten hier sitzen, die die Preiseinschätzung machen. Das heißt, der Makler wird natürlich auch dort die Immobilie mit seinem lokalen Marktwissen bewerten. Er wird uns Input geben. Aber wir haben natürlich auch diesen Machine Learning-Ansatz, den ich gerade schon mal erwähnt habe, wo wir natürlich auch nochmal da entgegenchecken. Wir haben weitaus mehr Transaktionen aus der Gegend, als der Makler jetzt vielleicht auch im Auge behalten kann. Mhm. Und der Makler bekommt von uns derartig viele Dienstleistungen, muss man wirklich sagen, die er sonst selber bezahlen müsste. Und das kann nicht die Sekretärin nebenbei leisten, dass er da auch aus der Vergangenheit, kann ich sagen, gewillt ist, diese Transaktion auch mit uns abzuwickeln. Okay, also er kennt selbst einen Vorteil und ist dann auch bereit, dafür was zu bezahlen. Indirekt. Absolut, absolut. Ich meine, gut, das ist ja wie bei allen anderen Plattformen auch letztlich, wenn ihr die Marke habt, den Traffic, die Reichweite, das hat ja der Einzelanwalt nicht. Du sprichst also genau die richtigen Stichworte an. Das sind 2 bis 3 von wesentlich mehr wichtigen Stichworten, die da eine Rolle spielen, auch für den Makler selber, mit uns zusammenzuarbeiten. Und das sind keine unwesentlichen. Ja, und das Thema, also wir hatten jetzt schon ein bisschen so Kosten von dem Makler, was für Argumente sprechen für einen Makler, was war ein Beispiel, schlechter Makler, wie erkennt man einen guten Makler. Das hast du auch gesagt, ist klar, ein wichtiger Punkt, am Ende muss natürlich der Preis stimmen. Hier hatten wir auch darüber gesprochen, Preis-Wertvorstellung ist gerade bei Objekten mit emotionalem Bezug unterschiedlich, weil vielleicht die Großeltern oder wer auch immer es verkauft, denkt, das muss doch so und so viel mehr wert sein, aber ist es vielleicht halt nicht. Gut, das hat ein bisschen die Marktentwicklung korrigiert in den letzten Jahren, weil alles so gestiegen ist. Aber wie ist das Thema im Preis? Also du hast ja mal angedeutet, dass das Thema Gutachten bzw. eine Werteinschätzung. Was sind so die Kriterien, wie ihr
den Wert quasi, wenn man nicht vor Ort ist, bestimmen kann. Also was für Datenpunkte nehmt ihr da? Weil wir hatten ja auch telefoniert im Vorfeld. Da haben wir zum Beispiel ja mal eine Adresse von München eingegeben, genau. Wo ich auch die Daten ein bisschen kenne. Und welche Datenpunkte werden da gezogen? Und es geht ja um das, was sich Preisatlas nennt. Also wo jetzt ein Hörer, er kann seine Adresse eingeben und bekommt dann einen Quadratmeterwert. Und woher werden jetzt Datenpunkte oder welche Datenpunkte sind es, die dann diesen Wert dem Hörer oder der das bedient, ausspuckt? Also kannst du da vielleicht sagen, wie dieser Wert dann ermittelt wird? Gerne. Von welchen Quellen? Gerne, klar. Und zwar vielleicht für die Hörer, um das nochmal ein bisschen bildlich zu veranschaulichen. Wir sprechen bei dem Homeblade-Preisatlas über ein Produkt, was es so in Deutschland bisher noch nicht gab. Ist also eine absolute Neuheit im deutschen Immobilienmarkt. Und man kann sich das vorstellen wie eine Google Maps-Karte. Das heißt, ich kann das Ganze aufrufen und kann dort eine Adresse eingeben. Dann bekomme ich eine Übersicht und wir nennen das Häuserblöcke. Wir bewerten auf Häuserblockbasis. Das heißt, nicht zwingend das einzelne Haus, weil wir natürlich, ja, und dazu komme ich gleich, wie wir das Ganze bewerten, eine Masse an Daten heranziehen. Und für diese Blöcke sehe ich dann zwei Einschätzungen. Das ist zum einen, ich bekomme eine farbliche Einschätzung über die Wohnlage. Das heißt, wie gut ist eigentlich die Lage der Immobilie, die ich dort gerade betrachte. Und zum zweiten bekomme ich einen durchschnittlichen Quadratmeterpreis. Das Ganze ist auf Basis des Vergleichswertsverfahrens. Das ist hier ganz wichtig. Es gibt ja drei große Verfahren in Deutschland. Da müssen wir auch differenzieren für Investoren und eine erste Indikation für, ich nenne es mal, nicht kommerzielle Privatleute, die das Ganze verkaufen wollen. Und da haben wir circa, also eine große Masse sind 12 Millionen Angebotsdaten, die wir dort verarbeiten. Woher kommen die Daten? Genau, wir haben 100 bis 150 Portale, die wir dauerhaft scannen. Also wäre sowas wie ImmoScout24 oder? Genau, also das wäre zum Beispiel eine der Plattformen. Wir haben natürlich, es gibt auch wesentlich viele kleinere. Es gibt Themen wie diverse Kleinanzeigenportale, wo auch immer mehr gelistet wird. Themen wie Facebook sind heutzutage natürlich auch schon durch den Marketplace, den Facebook implementiert hat. Die Immobilien in München und so weiter, das sind ja ganz rege, gute Gruppen auch. Absolut, genau. Da geht's richtig rund. Und da ist natürlich auch eine hohe Frequenz. Und wir sehen natürlich, und das ist wichtig, es sind Angebotspreise, die wir dort sehen, genau. Weil ich sehe natürlich nicht den Kaufvertrag. Absolut. Das ist in den USA zum Beispiel ein bisschen anders, genau. Aber hier im deutschen Markt ist es so, ich kann die Daten nicht einsehen, deswegen, wir machen das auf Basis von Angebotspreisen, aber ich kann ja relativ gut abschätzen, wenn eine Immobilie zum Beispiel auf einem Portal für 4 Wochen online war und dann rausgeht, weiß ich ja den letzten Preis. Das heißt, ich kann ungefähr abschätzen, in einer Range natürlich, und deswegen sage ich auch ganz bewusst eine Indikation, die ich dort bekomme, zu welchem Preis ist die Immobilie wahrscheinlich über den Tisch gegangen, um es mal so salopp zu sagen. Und auf der anderen Seite kann ich natürlich auch schauen, und das ist noch ganz interessant, denke ich, für viele Hörer, wie ist die Marktentwicklung dieses Häuserblocks in der letzten Zeit. Dann ziehe ich natürlich ganz viele Daten ran und da sind wir dann beim Thema, wie kommt der Preis zustande. Ich nehme zum einen dieses Vergleichswertverfahren mit ganz vielen Angeboten, aber zum anderen versuche ich natürlich auch die Lage der Immobilie mit zu berücksichtigen, und da haben wir natürlich viel Expertise in der Vergangenheit aufgebaut, weil wir natürlich auch eine Online-Immobilienbewertung vorher schon angeboten haben. Und da habt ihr halt Daten schon gezogen letztlich, oder? Nein, nicht nur deswegen, sondern was wir machen ist dann, dass wir uns anschauen, wo liegt deine Immobilie genau. Das heißt, was ist dort in der Nähe? Zum einen, wir haben eine ÖPNV-Anbindung, klassisch. Wir haben einen Bus, wir haben eine Bahnanbindung, wir haben Parks in der Nähe, wir haben Schulen, wir haben Krankenhäuser, generell die Entfernung zum Zentrum. Wir haben unfassbar viele Faktoren, die wir dort allein schon auf Basis dieser Geolage mit einbeziehen können, die dann natürlich auch schon Aufschluss geben, wie gut ist dieses Grundstück eigentlich generell von der Lage in Bezug zu der Stadt, wo das Grundstück sich befindet. Mhm. Und dann, und das ist jetzt ganz wichtig, wissen wir natürlich jetzt nicht, und deswegen bieten wir dann an, eine Vor-Ort-Bewertung kostenlos zu machen. Das macht halt einen Makler entweder festangestellt oder halt Immobilienexperte mithilfe von unseren Experten hier. Das ist ganz wichtig. Das ist immer eine Kombination aus beide Seiten von großartigem Fachwissen. Und das genau können wir dann natürlich auch nur zum Teil vor Ort beurteilen, weil bestes Beispiel oder das Horrorbeispiel für eine Online-Einschätzung ist natürlich immer, ich habe ein großartig gelegenes Grundstück mit See, sagen wir mal 2000 Quadratmeter mit tollem See, aber da drauf steht ein total abbruchreifes Fachwerkhaus von 1890, genau. Dann würde natürlich diese generelle Lagebewertung Grundstück super, würde sehr gut bewertet werden. Ein bisschen korrigieren. Dann. Genau, in Kombination wäre das aber vielleicht nicht der optimale Preis, sondern deswegen geben wir auch noch eine Range an. Okay, also bei den Daten ist ja letzten Endes
dass man halt berücksichtigen muss, dass es natürlich, wie du gesagt hast, sind nicht die Preise, die dann halt im Kaufvertrag stehen. Aber habt ihr da dann Abstufungen, wo man zum Beispiel sagt, das Angebot war eine Woche online, ist dann rausgegangen, das heißt, der Abschlag war wahrscheinlich geringer gegenüber einem Angebot, was, keine Ahnung, 6 Wochen drauf ist oder 8 Wochen oder Monate. Da kann man ja sagen, wahrscheinlich wird der Preis dann viel niedriger sein gegenüber dem Angebotspreis. Ist es so ausdifferenziert oder wie kann ich mir das vorstellen? Genau, wir haben ja hier, und deswegen sagen wir auch, wir sind ein IT-basiertes Maklerunternehmen. Wir haben hier wirklich Experten, internationale Experten sitzen im Bereich Deep Learning, Machine Learning. Das heißt, dieses Machine Learning mit jedem verkauften Objekt lernt dieses Machine Learning aus diversen Faktoren dazu, versucht auch zu sehen, was genau sind denn so Faktoren, die so einen Preis bestimmen? Gibt es saisonale Abhängigkeiten? Gibt es in Märkten spezielle Besonderheiten? Und mehr verfeinern wir diesen Prozess und sind da wirklich im Vergleich zum Markt wirklich sehr, sehr weit, um dann letztendlich genau diese Faktoren, die du gerade auch zeitlich wie auch preislich diese Faktoren dann auch mit einzubeziehen. Klar, und am Ende muss man halt sagen, Immobilie ist halt trotzdem immobil und vor allem heterogen. Das heißt, am Ende ist dann der Preis halt immer das, was ich tatsächlich dann halt bekommen habe. Ich meine, das ist halt generell ein Nachteil bei Immobilien gegenüber irgendeiner Anlage, wo es halt einen Marktpreis gibt, weil es eine Börsennotierung gibt, dass ich halt bei einer Immobilie zwar immer mit Gutachtern natürlich versuchen kann, nah ranzukommen an einen realisierbaren Preis, aber am Ende weiß ich es erst, wenn es halt verkauft ist. Aber das ist ja ein generelles Problem, was halt bei Immobilien ist. Absolut. Das ist ja das, was bei Aktien halt das Schöne ist, dass die Leute halt sofort sehen, wie die Bewertung ist, was aber auch der Nachteil ist, weil man dann sich dann schneller ärgert, es ist 10% runtergegangen und bei der Immobilie denkt ja per se jeder nur, der Wert ist immer gestiegen. Auch wenn man zum Beispiel mit 10% minus, 12% minus gestartet ist, aber man sieht es halt nicht. Das ist halt, ich finde, das ist das zweischneidige Schwert, wo Vorteile bietet, weil man gelassener ist, man hat ein besseres Gefühl bei einer Immobilie, aber gleichzeitig kann es halt auch trügerisch sein, weil man eben nicht diesen Knopfdruckverkauf hat. Du sprichst da zwei ganz wichtige Stichworte noch an. Zum einen die Volatilität, das hast du ja gerade im Thema Aktien angesprochen. Das ist natürlich im Immobilienverkauf, die Frequenz ist viel, viel niedriger. Das heißt, die Abstände auch zwischen Schwankungen sind natürlich ganz andere. Wenn wir jetzt nochmal auf den Preisatlas zu sprechen bekommen, wir versuchen natürlich, tagesaktuell werden die Portale gescannt, aber wir versuchen dann ungefähr auf Quartalsbasis das Ganze natürlich auch immer zu updaten, weil Schwankungen im Immobilienmarkt, viel längere Zyklen, du hast gerade Aktien angesprochen, das kann natürlich tagesaktuell sein, wenn wir da im Bereich von zum Beispiel einer Kryptowährung gehen, da ist das minutiös, teilweise schwankt das um mehrere Prozent. Das ist natürlich im Immobilienmarkt absolut nicht der Fall. Genau. So. Aber es ist eine Preisindikation zumindest. Ich habe es ja selber auch mir angeschaut, was ich übrigens auch gut finde, dass ihr nicht die Daten abfragt. Also man kann ja die Bewertung machen und man muss nicht die E-Mail-Adresse hinterlassen oder seine gesamten Kontaktdaten, sondern es ist ja letztlich so, keine Ahnung, ich habe jetzt eine Immobilie und wohne da schon 20 Jahre drin. Gut, was kann ich jetzt machen? Was ist das wert? Gut, da kann ich jetzt bei ImmoScout schauen. Als Beispiel, was sind andere Wert? Hätte ich eine Orientierung? Oder das andere wäre dann, deswegen finde ich es grundsätzlich vom Angebot interessant, dass man einfach mal die Daten eingibt und man muss nichts hinterlassen und hat halt auch einen Preis. Und zumindest ist ja das, woher ihr jetzt die Daten zieht, ist halt etwas breiter gestreut, wie jetzt der normale, der theoretisch kann der auch auf 30 Portale gehen, aber ich meine, wer will das machen? Also und wer sieht jetzt tagesaktuell oder behält den Überblick, welche Dinge nun raus sind? Wir haben natürlich auch Tageszeitungen damit drin. Wir haben noch ganz andere Quellen, die mir auch wichtig sind. Und das Wichtige, ich denke auch hier für den Nutzer, der das Ganze für sich als Indikation nehmen möchte, ist, dass er natürlich für einzelne Häuserblöcke, wie ich gerade erwähnt habe, auch Benachrichtigungen einstellen kann. Ja. Da muss er natürlich dann seine E-Mail-Adresse hinterlassen, weil wir müssen ihn irgendwie benachrichtigen, aber das ist natürlich komplett freiwillig. Dort kann er dann auch in Newsletter-Form, wenn sich dort etwas ändert, wenn sich zum Beispiel der Preis entwickelt, auch eine Benachrichtigung bekommen. Das heißt, ich kann auch wirklich Dinge im Auge behalten. Aber, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, wir haben gerade dieses Kriterium Lage, 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 das kann ich nicht ändern. Ich kann alles drauf abreißen, aber die Lage, die bleibt immer gleich. Das ist ein super wichtiges Kriterium, was ich immer im Kopf haben muss. Aber wenn ich natürlich dann in die Bewertung einsteige und wir sind jetzt nicht mehr bei diesem, ich nenne das mal Bewertung aus der Ferne, zwar schon sehr, sehr gut, aber wenn es dann wirklich an die Immobilie geht, habe ich natürlich nochmal ganz andere Faktoren. Ja klar, aber gut, eure Zielsetzung ist ja, ich meine, das ist ja auch klar, das ist was, wo ihr anbietet.
Dadurch bekommt ihr auch eine gewisse Aufmerksamkeit. Es bietet einen Nutzen. Das heißt, ich jetzt zum Beispiel sage mal, hey, okay, cool, ich habe jetzt zumindest jetzt mal einen Anhaltspunkt. Und dann ist natürlich der zweite Schritt, dass dann jemand potenziell dann quasi die Daten halt eingibt und dann das, was wir ja am Anfang besprochen haben, dass es halt weitergeht. Ich meine, das ist ja auch von euch wahrscheinlich die Zielsetzung. Also das ist ja, weil es ist ja erstmal kostenlos und bleibt es auch kostenlos oder habt ihr da irgendwie einen Plan, wie das mit diesem Angebot, also jetzt mit diesem, dass man Google Maps für Immobilienpreise, also dass das kostenlos bleibt oder gibt es da irgendwie Pläne schon von eurer Seite her? Absolut gar keine Pläne, dass es in irgendeiner Weise kommerziell genutzt wird. Also da kann ich erstmal beruhigen. Bisher, Stand heute, haben wir keine Pläne, das in irgendeiner Weise zu verändern. Was in 10 Jahren sein wird, wissen wir nicht. Aber doch, das müssen wir jetzt festlegen. Ja, dann müssen wir uns gleich nochmal hinsetzen, weil da bin ich noch nicht sicher, was Sinn macht. Aber da möchte ich kurz noch hinzufügen, dass wir neben natürlich diesem On-Click, was wir da machen, also ich kann wirklich schnell draufklicken, kann ich natürlich auch bei uns, und darüber sind wir eigentlich gekommen und haben diese Expertise auch entwickelt, eine Online-Immobilienbewertung anfordern für meine Immobilie. Das heißt, du kannst auf unsere Seite gehen, homeday.de, und kannst dann hast du einen sogenannten Slider und kannst dann anklicken, was hast du? Hast du ein Mehrfamilienhaus? Hast du ein freistehendes Haus? Wie viele Quadratmeter hat das Haus? Genau, ich habe es auch alles durchgemacht. Exakt. Aber eigentlich ist es jetzt, ich meine, ich sehe das, man hat ja immer wieder auch im Briefkasten oder so Gutscheine von lokalen Maklern, die sagen, wir bewerten kostenlos ihr Haus und so weiter. Ich meine, letzten Endes, oder weißt du, das ist ja ein Maklergeschäft, wenn man jetzt sagt, als Makler, wenn wir jetzt eine Kundschaft aufbauen, dann ist es ja wahrscheinlich, wenn ich jetzt in diesem Offline-Bereich noch unterwegs bin, ich meine, dann denkt ihr halt wahrscheinlich, okay, ich mache jetzt eine Flyer-Aktion, zum Beispiel, und schmeißt jetzt 2000 Flyer ein, und natürlich, wenn jetzt, keine Ahnung, 10% oder 5% diese Bewertung in Anspruch nehmen, dann habe ich dir schon mal als Kontakt und kann dann vielleicht, macht dann noch mal ein ganz kleiner Bruchteil, kommt zur Transaktion. Also das ist ja auch ein Einstieg in den Kundenkontakt letztlich, so eine Bewertung, weil ich das in letzter Zeit verstärkt über Flyer gesehen habe eben. Ich meine, da hat man jetzt nicht so die tolle, also das ist ein bisschen Streuverlust auch natürlich, aber, oder wie siehst du das mit diesem, als Einstieg, diese Bewertung? Ja, das im Fachjargon nennt sich das Ganze Farming, und zwar lege ich sogenannte Farming Areas fest, so nennt sich das. Und ich lege dann wirklich, sagen wir mal, 2000 Haushalte fest in München. Ich suche mir ein Gebiet raus, wo ich sage, da kenne ich mich als Makler besonders gut aus. Da sind natürlich auch vielversprechende Objekte, weil klar, ich möchte eine Transaktion als Makler, ich muss Geld verdienen. Natürlich, das ist man sehr genau. Absolut, du hast absolut recht. Und das sind dann diese Offline-Aktionen, die ich dann mache und die ich durchführe, um natürlich Kundenkontakte zu generieren. Nichts anderes bei uns ist natürlich auch der Sinn der Online-Bewertung, was du gerade ansprichst. Wenn ich diese Online-Bewertung mache, der Kunde hat natürlich ein Interesse, auch vielleicht einfach mal zu gucken und möchte gar nicht angerufen werden. Da kann ich aber auch nur sagen, in diesem Slider, du hast ihn ja selber gemacht, ist auch drin meine Verkaufsabsicht und der Horizont. Ja, das heißt, ich kann dort zum Beispiel auch angeben, größer 6 Monate. Als Beispiel, also wie dringend oder wie stark beschäftige ich mich mit diesem Immobilienverkauf? Ja. Möchte ich sofort verkaufen? Möchte ich in 2 Monaten verkaufen? Oder möchte ich vielleicht auch erst in 5 Jahren verkaufen? Oder ich habe gar nicht den Gedanken. Genau. Und wir legen natürlich großen Wert darauf. Das habe ich gesagt, wir möchten niemanden zwingen. Das heißt, ich kann auch diese Online-Immobilienbewertung machen, kann sagen, ich möchte wirklich nur mal schauen, für mich als Indikation, genau wie im Preisatlas. Und letzten Endes, dann ruft aber keiner die ganze Zeit bei einem an. Also das ist wirklich ganz wichtig, weil das ist nämlich wieder so ein Negativbeispiel vom Makler, der dann, wenn man abends um 21 Uhr in der Badewanne liegt und seine Ruhe haben will, der dann anruft und dann rennt man zum Telefon, dann ist noch dieser Makler dran und man möchte seine Immobilie eh nicht verkaufen. Das ist der erste Zeitpunkt, wo man die Rufnummer wechseln muss. Wenn man das kommt das nächste, wenn man dann sich nach einer privaten Krankenversicherung erkundigt, das wäre dann der zweite Zeitpunkt, um wieder zu wechseln. Ja, oder dann wahrscheinlich umzuziehen und die Immobilie zu vermieten und gar nicht erst zu verkaufen, genau. Nee, also ich finde es gut, dass man das anonymisiert, ohne da weiter einsteigen zu müssen, unterscheidet sich dann auch vom Offline-Angebot. Weil bei dem Offline-Flyer muss ich den anrufen, dann ist der schon total auf Ding. Und so kann man zumindest mal sagen, jetzt wie bei dem Preisatlas, ich gebe einfach mal von zu Hause aus die Daten ein. Aber die Daten gibt es wahrscheinlich, oder die gibt es ja noch nicht, oder gibt es die in allen größeren Städten, oder gibt es irgendwie Einschränkungen, dass es nur in den 5 größten Städten gibt, oder kannst du da noch was dazu sagen? Absolut. Also wir haben natürlich, und ich hatte gerade dieses sehr kleine Dorf mal als Beispiel genommen,
wo keine Transaktion passiert in vielleicht 20, 30 Jahren. Das gibt es, wo vielleicht mal eine Straße ist, die Hauptstraße heißt und dann gibt es nur noch Hausnummern und es gibt keine weiteren Straßennamen. Das sind so klassische Orte auf dem Land, wo ich einfach natürlich diese Daten auf Immobilienportalen gar nicht finde. Da ist vielleicht auch der Makler in vierter Generation, der kennt noch den Urgroßvater und der macht dann das. Das sind auch Transaktionen, die für uns natürlich gar nicht auftauchen. Das ist die analoge Welt. Absolut, also das ist fern von jeder Online-Welt, wobei wir sind da ja auch ein Hybridmodell, aber wir versuchen natürlich dann da einen Ausgleich zu fahren. Das heißt, in irgendeiner Weise versuche ich über ein statistisches Modell da auch auszugleichen, die Region zu erweitern. Das heißt, ich bin dann gar nicht mehr in diesem engen Fokus. Genau. Und dann letztendlich da über zum Beispiel ein statistisches Durchschnittsmodell diese Region mit geringerem Verkaufsumschlag auszugleichen. Für größere Städte kann ich dich aber beruhigen. Ich habe es wirklich auch getestet, weil mich selber hat es interessiert. Ja. Ich hatte, glaube ich, einen aus 70 Fällen noch in der Beta-Phase, wo wir keinen Preis liefern konnten. Aber da sind wir natürlich auch offen. Genau wie wir sagen, wenn jemand aus einer ländlichen Region anfragt und wir haben dort keinen Makler, es gibt zwar einen Makler, der erfüllt aber nicht unsere Qualitätskriterien, dann sind wir auch ganz offen und sagen, wir können dir leider nicht unseren Qualitätsanspruch liefern, lieber Kunde. Und du musst dich leider anderweitig umsehen, weil wir sehen keine Chance, dass wir dir dieses Verkaufserlebnis, was wir versprechen, bieten können. Weil dann könnten wir unser Versprechen nicht halten. Das würde ja keinen Sinn machen. Okay, prima. Nee. Und jetzt in Anbetracht der Zeit, würde ich sagen, sind wir auch schon fast am Ende des Gespräches. Hast du vielleicht noch entweder eine Buchempfehlung oder irgendwas, was du sagst, das ist jetzt wichtig für die Hörer, jetzt mal jemand, der zum Beispiel über einen Kauf nachdenkt, Verkauf irgendwie, oder hast du noch irgendwas Letztes, was du sagen möchtest, wo du meinst, das könnte wichtig sein für die Hörer? Ich denke, zum Abschluss passt das ganz gut. Ich habe mir für ein Leben einen Spruch gesetzt, den ich verfolgen möchte, und zwar von Immanuel Kant, Sapere Aude, der Leitspruch der Aufklärung, was ungefähr so viel heißt, wenn man es frei übersetzt, scheue es nicht, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Und das kann ich auch nur allen Hörern raten, wobei ich denke, die Leute, die gerade diesen Podcast hören, das auch schon tun. Und zwar, sie hören nicht auf zu lernen, sie bilden sich fort. Und gerade bei so einem Thema, wo ich wirklich teilweise sechsstellige Summen in die Hand nehme, ist es wichtig, dass ich mich weiter fortbilde. Ich muss vergleichen, ich muss im Markt vergleichen, ich muss mich bilden, Wissen anhäufen. Ich kann Experten nicht ersetzen, davon bin ich auch überzeugt, außer ich beschäftige mich sehr oft und sehr lange damit. Aber kann ich alle nur bitten, die gerade zuhören, bitte vergleicht und seht, liebe Zuhörer, dass ihr am Ende mit einem guten Bauchgefühl aus der ganzen Sache rausgeht. Ja, super, Jens, ich denke, das war ein perfektes Abschlusswort. Und dann besten Dank für das Gespräch. Gerne. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de. Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.